Gewitter. Drückend ist es. Die Luft steht still. Keiner sich bewegen will. Jeder möchte am liebsten ruhen und muss doch das Seine tun. Denn jeder Tag hat seine Pflichten und die muss man erst verrichten. Doch bei dieser feuchten Schwüle sehnt ein jeder sich nach Kühle. Und so sieht man dann und wann recht besorgt den Himmel an, wie lange man noch warten muss auf den ersehnten Regenguss. Doch jeder bald erkennen kann, das fängt nicht nur zu regnen an. Gewitterwolken, wohin man schaut, da hat sich was zusammengebraut. Immer dunkler wird's über dem Tal und das Atmen wird zur Qual. Langsam steigt die Spannung an, jeder wünscht, es fängt bald an. Alle sind nach Haus gekommen, stehen am Fenster, still, beklommen. Auf den Bergen tanzt ein gelbgrünes Licht. Man meint, dass es nach Schwefel riecht. Dunkel ist es, der Blitz zu grell. Das ganze Dorf wird tageshell. Ein Zischen und ein Knall sodann, lauter als man ertragen kann. Ungeheuer dieser Krach, lange rollt der Donner nach. Die Menschen schauen sich sprachlos an, was wird uns jetzt angetan? Dann sinkt tiefe Ruhe nieder und die Menschen hoffen wieder. Noch stehen alle tatenlos, da plötzlich ist der Teufel los. Aufgetan die Höllenpforten, blitzt es nun an allen Orten. Riesenhafte Blitze gleißen, wollen den Himmel schier zerreißen. Schlag auf Schlag herniederfährt, keine Pause wird gewährt. Niemand hat bisher erlebt, dass das ganze Dorf erbebt. Welch ein Wüten! Welch ein Toben, was ist denn bloß los da oben? Das ganze Dorf scheint sich zu ducken, wenn die wilden Blitze zucken. Und mancher Bauer denkt sodann, ob das noch lange gut gehen kann. Hoch hinauf bis unters Dach ist die Ernte unter Fach. O, sich starke Hände regen, bleibt nicht aus der Segen, denn dieses war ein gutes Jahr und das Wetter wunderbar. Doch wer kann noch den Himmel loben, wenn dort solche Schlachten toben? Wo die alten Götter streiten, können sie nur Furcht verbreiten. Feuer Wotans Pfeil nun bringt, Tor wild seinen Hammer schwingt. Da schlägt es auch schon in ein Haus und es bricht ein Feuer aus. Hoch die Kirchenglocken schwingen, dass sie in den Ohren klingen, bringen schlechte Nachricht heute. Jeder kennt das Sturmgeläute. Vergessen ist das eigene Habe, das ist für keinen hier die Frage. Gerade bei Naturgewalten muss man fest zusammenhalten. Hier, wo jeder jeden kennt, ist es gleich, bei wem es brennt. Was einer allein nicht schaffen kann, das geht immer alle an. Und sie kommen bei dem Brand unverzüglich angerannt, jeder mit einem Eimer dabei, zu retten, was zu retten sei. Aus des Fürstes schwerem Gebälk steigt zum Himmel schwarzes Gewölk. Noch
kann das Feuer sich nicht entfalten, muss erst richtig Luft erhalten. Schnell, schnell, heran, heran, stellt die langen Leitern an und dann lasst die Eimer fliegen, bis das Feuer wir besiegen. Wenn es zu voller Kraft erwacht, ist zu Ende unsere Macht. Alles, was der Mensch errichtet, wird dann gnadenlos vernichtet. Hier, das war's an jedermann, kommt es auf Minuten an. Und es fliegt von Hand zu Hand, Eimer um Eimer in den Brand. Weiß steigt nun der Qualm hinauf, und es kommt Gewissheit auf, dass gerettet ist das Haus und das Feuer nun bald aus. Neue Kräfte werden frei, doch auch Hochmut ist dabei. Noch ist die Arbeit nicht getan, da fangen sie zu jubeln an. Dabei wird schlimmer das Gewitter, denn hinzu kommt noch ein dritter. Neben Blitz und Donnerhallen lässt der Wind sein Lied erschallen. Er bläst das Feuer wieder an, alle Mühe ist vertan. Hoch auf, nun die Flammen schießen, da ist nutzlos alles Gießen. Die Schindeln in glühendem Feuerbogen sind auf benachbarte Dächer geflogen. Bedroht ist nun der ganze Ort und der Menschen Hochmut fort. Bald schon brennt's an vielen Stellen und das Vieh schreit in den Ställen. Erst in allergrößter Not wird's entrissen dem Feuertod. Verzweifelt nun der Bauer schreit, wo denn nur der Regen bleibt. Seltsam ist des Schicksals Walten, will uns Menschen in Grenzen halten. Jetzt, wo alle demütig sind, legt sich auch der starke Wind und es fängt zu regnen an, was nur vom Himmel fallen kann. Und in diesen Wasserfluten verlöschen all die Feuergluten. Zu Dampf wird nun der schwarze Rauch. Das ist des Feuers letzter Hauch. Die Menschen aber sinken nieder, haben nun den Glauben wieder, beten an die Himmelsmacht, die die Rettung hat gebracht.